Eines vorweg, entschuldigt die Tonqualität, falls es irgendwie zu viel Wind hat oder so, weil wir sind in stürmischen Zeiten. Und ich drehe hier nur mit meinem Wahnsinns-Equipment, mit einem Telefon ohne externes Mikrofon, einfach mal so. Und ich hoffe, ihr versteht, was da alles geht. Also, ja, willkommen bei der Expedition waren mal mehr da. Und es geht eigentlich darum, wir sind hier im Südwesten von Kreta und da ist mir was aufgefallen. Da gibt es Muscheln, die sind so einbetoniert im Gestein. Und der Unterschied ist zwischen den einbetonierten Muscheln und dem Meer, das liegt locker 2 Meter höher. Und es, entweder war mal mehr da. Und da muss man sich vorstellen, dass die Steine, richtig, die Steine, die sind fest, die sind da wie angepappt oder einbetoniert. Und so findet man auch Muscheln, die so sind. Ja, und Hunde. Aber die sind aus neuerer Zeit. Und da was Interessantes gefunden, so in den Steinen hier. Und zwar geht es darum, das hier ist so, haben wir gesagt, sind alte Korallen. Ich dachte so, es ist ein Wespennest, aber nein, das ist so richtig Stein. Und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich das Skelett von den alten Korallen. Das heißt, hier war mehr. Und wenn man jetzt schaut, wo ist das Meer jetzt? Das ist da hinten, unten. Jetzt rechne mal, das war früher hier oben, das sind jetzt 2 Meter höher, wenn es auch nur einer ist. Früher war hier mehr. Das ist auch so was, was ich beim Klima nicht verstehe. Das hier, das sind so Muscheln und die sind echt versteinert. Und das hier, das ist nicht Sand, sondern das ist echt. Das ist wie Beton. Und jetzt frage ich mich, wenn hier Muscheln sind, wie kommen die dahin? Weil, also ich hoffe mal, das rauscht nicht so. Wenn man das hier anschaut, hier drüben ist das Meer, mehr. Dann gibt es durch die Wellen, kommt das da rein, geht da hinten rum. Und dann fließt mal Pool Nummer 1. Und wenn es noch weiter geht, dann geht es in Pool Nummer 2 mit Hölle und mit Strand. Und da hinten die Muscheln. Was ich auch interessant finde, hier ist so eine Bruchstelle. Da sieht man die Steine, die da so umhängen. Das geht man einfach daran und alles festgepackt. Also das hat man da auch für die Touristen was hinterlassen. Da kannst du nicht die Steine sammeln oder Muscheln sammeln. Die sind einfach festbetoniert. Und egal wo, du kannst da drüber lagern, nicht das kleinste Stein. Also die Griechen haben es echt perfekt gemacht und dann haben sie da noch so ein künstliches Meer angelegt. Den Griechen komplett umgebaut. Also hier sieht man Google Maps, wo wir oben sind beim Camping. Da ging die ganze Expedition da runter. Und das da, jetzt müsst ihr mal vorstellen, hier war das ganze, ich sag mal, Schwimmbecken mit den angeklebten Steinen und so. Und das hier, das haben die alle, die Griechen, alles umgebaut, damit die Touristen da ihre Pools haben, Steine angeklebt und. Also das ist echt heftig, was die da gebracht haben. Also das, ja, wie man so sieht, hier unten, hier ist das Meer so etwa, ich sag mal, 3 bis 5 Meter tiefer, als wir stehen. Und jetzt die Griechen haben da wirklich sich Mühe genommen, haben sogar hier Muscheln hingeklebt. Also das Ding ist wirklich fest. Das kann man einfach mit dem Pickel wegmachen. Und wenn man sieht, mein Forscherkollege ist auch da. Und hier auch hat es Muscheln. Also die Griechen nehmen sich für die Touristen wirklich sehr viel Mühe, wenn hier nicht mal mehr war. Hier so mitten in den Büschen haben die Griechen sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar solche, ich sag mal, ganz flachen Steinen. Und wenn man so genau schaut, könnte man meinen, die haben da irgendwas reingeritzt. Was wollen die Griechen uns damit sagen? Tourist nicht mitnehmen oder ich bin ein Grieche? Man weiß es nicht.
Und auch hier wieder, manchmal hat es nicht geklappt, dann haben sie die Steine so richtig auseinandergeschnitten, so wie ein Stück Brot, und stellen es kopfüber hin. Also die Griechen haben die Natur echt im Griff. Ja, wer kennt sie nicht, die Verschwörungstheorien von war mal mehr da oder haben die Griechen das gebaut, man weiß es nicht. Fazit von unserer Expedition und auch vielleicht sichtbar in dieser Dokumentation, es war cool. Viel Spaß, wir sehen uns, bis bald. Tschüss.